2 Boom. Ist tot. Ja, da komme ich nicht hin. Wo geht's rechts lang? Wieder zu. Ja. Kühl schneller ab. Los. Ui, Felsen. Flipendo. So, das ist mit dem Bullen passiert. Boah, wieso hätte ich nicht den Weg nehmen können? Ich glaube, ich habe zwar jetzt was übersehen, aber egal. Ist ja kein 100% Run. Gut gemacht, Harry. Hast all die Feuersamen gesammelt, die ich brauche. Bitte. Ja. Eine Bildkarte für dich ist aus meiner eigenen Sammlung. Danke. Warte mal. Komm rein, Harry. Putz dir die Füße ab. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, Salazar Slytherin, Mittelalter, Daten unbekannt. Mitgründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt. So, auf in Hagrids Hütte. Boah, geil. Rennen gegen die Treppe. Ins Feuer, Harry. Okay. So. Du hast es geschafft, Harry. Es schlüpft. Ist er nicht wunderhübsch? Wir ihn Norbert nennen. Ist ein norwegischer. Danke, Harry. Okay, bereitest dich jetzt am besten aufs Quidditch-Spiel vor. Wird sicher ein spannendes Spiel. Oh, nö, die Slytherins sind ziemlich gut. Wirst es ihnen schon zeigen, nicht wahr? Nee. Sollte Norbert bald was zu fressen geben. Mhm. Oh. Jetzt schon. Genau, er läuft als einzigster raus. Willkommen bei Quidditch. Ich heiße Lee Jordan und bin der Kommentator. Gryffindor spielt gegen Slytherin. Oh. An jedem Ende des Quidditch-Feldes gibt es drei Tore. Die Jäger spielen mit dem Quaffel und versuchen, ihn durch die Ringe zu werfen, um Punkte zu erzielen. Es ist wichtig, die Klatscher immer im Auge zu behalten.
Besen hauen können. Jedes Team hat zwei Pfeile und versuchen, diese Klatscher abzurufen. Der neue Super im Gryffindor-Team ist Harry Potter. Es ist seine Aufgabe, den goldenen Schnatz aufzuspüren und ihn dann zu fangen. Jordan, hier wird keiner bevorzugt behandelt. Tut mir leid. Man sollte zuerst versuchen, den Klatschern auszuweichen und dann den Schnatz zu fangen. Das Team, das den Schnatz fängt, gewinnt. Viel Glück! Na, falls es einer nicht weiß, Lee Jordan ist auch in Gryffindor, deswegen ist er so cool. Und ich muss jetzt erst nochmal schauen, wie das war mit Beschleunigen und so. Boah, Maus. Q habe ich. In der Bremsen Y. Y ist mir nicht so ganz recht. Ich will lieber E. Lasst uns mit dem Quidditch-Spiel beginnen. Da ist der Schnatz. Er weicht einem heranrasenden Klatscher aus. Potter hat den Schnatz gesehen. Beeindruckendes Talent. Potter gewinnt. Potter kommt dem schon näher. Boah, geiler Bock. Er kommt immer näher. Klatscher. Das war knapp. Seht euch nur Potter an. Boah, ist die Potter. Zeig uns, was du drauf hast, Harry. Entschuldigung, Professor. Da kommt ein Klatscher. Konzentriere dich aufs Ziel. Potter jetzt kurz davor. Das Publikum ist auf dem Häuschen. Los! Boah, ich hab den Schnatz verloren. Los, Potter, gib jetzt nicht auf! Nein, böser Klatscher. Da kommt der Sucher von Slytherin! Da kommt der Sucher von Gryffindor! Potter gewinnt! Gut, seht euch nur die Sucher an! Oh, er hat den Schnatz verfehlt! Ich wusste gar nicht mehr, welche Knopf ich drücken muss. Das ist halt schade. Bleib dran, Harry! Klatscher! Harry Potter kommt dem Schnatz immer näher. Er kommt immer näher. Seht euch nur Potter an. Nein, der Schnatz ist weg. Da kommt ein Klatscher. Gebt alles, Gryffindors. Oh, Entschuldigung. Es ist der helle Wahnsinn. Ich habe noch nie jemanden so fliegen sehen. Beeindruckendes Talent! Zeig uns, was du drauf hast, Harry! Entschuldigung, Professor. Potter wäre beinahe getroffen worden! Potter ist so nah dran! Seht euch nur die Suche an! Konzentriere dich aufs Ziel! Oh, wo ist denn der? Vorhüter taucht ab! Und verfehlt den Quaffel. Potter jetzt kurz davor. Gebt alles, Gryffindors. Oh, Entschuldigung, Professor. Das Publikum ist aus dem Häuschen. Los, Harry Potter. Gryffindor hat die Kontrolle über den Quaffel übernommen. Das ist der helle Wahnsinn. Kein Glück. Hallo? Ich habe noch nie jemanden so fliegen sehen. Beeindruckendes Talent. Zeig uns, was du drauf hast, Harry. Ja. 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 Er hat den Schnatz erwischt. Geil. Potter hat es geschafft. Gryffindor hat Slytherin besiegt. Gut gemacht, Harry Potter. Ha, wie geil. Das war Quidditch mit Lee Jordan. Glück gehabt. ja. Wie fliegst du, Harry? Harry Potter, der jüngste Sucher in der Geschichte von Hogwarts, gewann das Quidditch-Spiel. Wer hat uns das erzählt?
4 geheime Orte, eine versteckte Bildkarte. Nochmal Glückwunsch zu eurem Sieg im Quidditch. Ihr wart einfach fantastisch. Ja. Ich habe irgendwie ein Gefühl, Harry. Ron und ich haben seltsame Geräusche vor der Tür zum verbotenen Korridor gehört. Komm in den dritten Stock und hör sie selbst an. So, was hier los? Hier kommen wir nicht rein. Hey, die werden mir keine Bohnen mehr geben. Bilder wurden ausgewechselt. Panik. Und haben wir hier was? Na dann, gib du wenigstens was hier. Auch nicht. Schäm dich. Das kann ja was werden. So, hier abgesahnt. Da drüben drin ist jetzt auch noch. Nein, die Teile mache ich jetzt. Okay, mache ich doch. Oh, wie viel ist der von meinem Kumpel dran? Du bist ein Gryffindor, stimmt's? Naja, immerhin besser als ein Slytherin. Ciao. Und die checken es also nicht. Wo bin ich denn hier überhaupt? Naja, der hier sieht mir auch so verdächtig aus. Warte mal, da war was.